Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Starfield. Bevor wir diese mysteriöse Mysterie da weitermachen, denn ich glaube, die zieht sich noch lang hin, will ich endlich mal hier dieses Erkunden machen. Orte, ein Planeten mit verbranntes Ökosystem. Das kann doch nicht so schwer sein im System Sirius. Jetzt weiß ich ja so ein bisschen, wie das geht. Am Anfang war ich voll aufgeschmissen und wusste gar nichts. Jetzt weiß ich etwas. The Pub. Wir müssen erstmal einen Sprung dahin wagen. Und dann fliegen wir durch das Sirius-System. Was haben wir denn da? Handel. So, gilt es eigentlich als Scan? Sirius, oder ein Planeten. Warum ist Schiffslevel 12 so rot hier? Heißt das, dass ich sehr schwach bin? Das bin ich. Sirius 1. Was haben wir denn bei Sirius 1? Reisen wir mal. Temperatur Inferno, Atmosphäre keine. Na dann, das hört sich doch gut an. Keine Atmosphäre, Inferno. Das könnte doch unser Planet sein. Der erste Auftrag für die Constellation, Leute. Oh. Oh, die Knarre ist geil, die ich gekauft habe. Bah, verreckt, ihr Loser. Ja, die Knarre gefällt mir sehr gut. Trifft auch voll gut. Wo ist denn mein Loot hier? Die Mustang. Was ist das da? Was würdest du machen, wenn du in meinen Schuh stecken würdest? Ich habe aber kleine Füße. Ich glaube, ich habe sie gerammt. Crimson Fleet Ghost. Genau, muss ich denn ran? So. Die Waffe ist mega, weil ich mit der die ganze Zeit schießen kann. Und die hat auch... Ich glaube, die hat auch Auto-Aim gehabt, oder? Ich musste gar nicht so richtig zielen. Boom, 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 bang. Puff, puff, puff. Die hat eh Auto-Aim, die komische Schiffskanone. Damit kann ich mich wehren, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, wir müssen hier auch landen. Zur Karte... Scannen. Extreme Umgebung. Na dann. Reicht das eigentlich schon für die Mission oder muss ich auch landen? Der Terramorph-Angriff auf New Atlantis hat Hadrians schlimmste Befürchtungen bestätigt, nämlich dass Terramorphs immer wieder erscheinen. Häufiger. Hadrian. Ich muss mir angewöhnen, dass sie Hadrian heißt. Auch wenn sie in den USA wahrscheinlich Hadrian heißt. Hadrian. Im All spricht man Deutsch. Halte für deine Untersuchungsmission mit einem Scanner Ausschau nach Landmarken, Lebenszeichen und Gefahrensymbolen. Diese Orte sind weit verstreut. Setze den Scanner also unterwegs häufig ein, um sie zu finden. Erhöhe seine Reichweite, indem du einen Außenposten errichtest und ein Scan-Booster baust. Ach, sowas gibt's? Wahnsinn. Ich stehe erstmal auf. Ich habe wieder ein paar Leute gelootet beim Terramorph-Angriff. Und ich muss den Schmodder ablegen. Ich habe gehört, du beherrschst 2 Dutzend Sprachen. Selbst ich beherrsche sogar 3 Dutzend. Denn ich bin auch The Machine genannt. Ich überlege, ob ich... Aber jetzt ist das Kacke des Gewehrs. Hat mir überhaupt nicht gefallen.
Ich habe halt so viel Munition dafür. Deshalb würde ich es gerne mit mir rumschleifen. Maelstrom. Der Kraken. Ja, weg damit. Wo habe ich denn die Knarre eigentlich hin? Modifiziert EM Equinox. Elektromagnetische Strahlen. EM. Das Ding muss ich mal behalten, wenn ich Leute irgendwie nur so halb erschießen will. Kalibriert, Vanguard. Was haben wir denn wieder alles dabei? Ressourcen, die können wir wieder alle wegtun. Oh ja, wir haben 20 Kilo Ressourcen dabei gehabt. Bemerkenswert. Alter, ich hab dir zwar ein cooles Outfit gegeben, aber... Ja, alles gut, ich hab dich lieb. Hab dich lieb. Mein Freund, der fährt. Ich wollte ihn ja. Ich wollte es ja nicht anders. Ich habe den Anzug diesmal an, oder? Ja, sieht gut aus. Extreme Suppe, Gluthitze. Ich brenne direkt, glaube ich. Anomalie. Hanghöhle. Was ist eine Hanghöhle? Und hier ist irgendwo ein Raumschiff über mich drüber geflogen, das ich klauen könnte. Weil das mit dem Raumschiff klauen ist ziemlich cool. Ich muss sagen, es hat mir gefallen. Ich habe schon Lungenschaden davon getragen, verdammt. Naja, wenn ich hier schon Lungenschaden habe. Ach so, dann kann ich wahrscheinlich nicht so viel atmen. Gucken wir mal, ob wir in der Höhle safe sind. Sirius. Nach Orte ein Planeten mit verbranntes Ökosystem. Überhaupt nichts. Kann ich die Strahle anmachen? Jo, hier gefällt es mir gar nicht so krass. Robomeister, geh doch mal weg. Das wäre mein dritter Rohstoff. Du Loser, Alter. Er steht wieder davor. Verbrecher, was er ist. Scannen. Jetzt steht Scannen da. Nicht so wecklich fotografiert. Ich glaube, der Feind ist nah. Oh, oh, der Feind ist nah. Wieso trifft denn der mich so krass?
Ach, hier ist noch eins irgendwo, das ich nicht gesehen habe. Och, da. Sind Hunde. Nee, ich hab mich gerade gefragt, ob ich ohne Licht besser sehe, aber dass sich die Augen so dran gewöhnen, aber nee. Kann ich vergessen. Das ist eine Kommstation, egal. Gib. Berserker. Je weniger Panzerung, desto höher der Schaden. 2400 Credits. Ein wenig Chlor und etwas Beryllium. Thank you. Thank you for your service. Kudos Krater. Völlig willenlos. Was ist Hippolyte? Es bringt jetzt halt auch nichts, wenn ich irgendwas nasch, was mich rettet. Gut, ich könnte mich hier kurz hinlegen. Anzug, Navigator, Thermal und ja, geben. Geben diese. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Nickel. Ich war hier in Sirius doch noch nicht. Ich habe auch noch keinen Nickel gescannt. Ich glaube, hier ist nicht viel in der Höhle. Wo ist der Nit für Teile? Schweres Zeug auf jeden Fall. PU, Plutonium. Das habe ich noch nicht gescannt. Aber es geht auch nicht scannen, warum? Muss ich es abbauen? Zählt es dann als Scan? Scheiße. Also ich habe hier auf jeden Fall drei verschiedene schon gefunden. Mehr sogar. Eisen war doch hier auch. Seltsam. Vielleicht muss ich scannen mal skillen. Vielleicht bringt mir das irgendwas. Schreck mich doch nicht so. Ja, ich glaube, das war's schon mit der Höhle. Zwei Geschütze, bisschen Credits. Ist ja auch eigentlich ganz cool, dass die nicht so riesig ist. Auch ehrlich gesagt gar nicht so die üble Lust, hier so extrem rumzumachen. Ich weiß nur nicht genau, ob ich den 100% scannen muss. Orte verbranntes Ökosystem, System Sirius. Der sah eigentlich sehr verbrannt aus, der Planet. Kommen wir hier wieder raus. Da. Gut, war nicht viel hier. Aber immerhin 2300 Credits, da haben wir schon für langwierige Aufträge deutlich weniger bekommen.
wir da hin. Husten. Oh. Okay, das ist die Front hier. Was ist denn das? Ein Gukin? Wir sind jetzt immerhin stark genug, dass wir auch mal Planeten erkunden können und nicht sofort sterben. Auch wenn wir uns schon wieder Lungenschaden geholt haben, das ist nichts, was man nicht heilen kann. Ist das hier nicht verbranntes Ökosystem? Für mich sieht das alles ziemlich verbrannt aus. Was ist denn hier für ein Brocken? Mondstein. Ich muss hier mal rausfinden, woran man überhaupt einen erkennt. Das Problem ist, ups, das Schuss muss ja, nee, verzeihen. Das Problem ist, dass ich hier an ganz vielen Stellen halt landen kann. Auf so einem Planeten. Das macht die Erkundung halt nicht besonders einfach. Cooler wäre, wenn ich ihn einfach mal ablaufen könnte komplett. Aber der wäre wahrscheinlich zu groß. Jetzt hat's geklappt mit dem Scan, glaube ich. Eisen habe ich auch abgescannt, glaube ich gerade. Helium. Aber wenn es blau ist, wenn es grün ist, habe ich es gescannt. Ah, okay, okay. Gut, die Sachen in den Höhlen zählen scheinbar nicht. Das ist wohl wieder was anderes. Ich bin halt nicht sicher, ob ich für die Analyse halt komplett alles gesehen haben muss. Also hier diese ganzen Dinge, das wäre natürlich schwierig. Wahrscheinlich, weil die Rohstoffe habe ich ja. Ja, der Lungenschaden, der zieht so langsam meine Leben ab. Das ist ein Gebäude. Gebäude. Das sind mehrere Gebäude. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Ja, ist mit dem Außenposten. Vielleicht sollte ich einfach mal einen aufbauen. Ich habe halt nur Angst, weil da steht 7, dass ich halt... Ich weiß nicht, dass ich die Außenposten irgendwie verschwende. Bei so vielen Planeten, die man erkunden kann. Da will ich doch nicht hier auf so einem Planeten mit so einer Ekeloberfläche einen Außenposten haben. Da überlegt man sich's doch dreimal. Außerdem habe ich einen schon aus Versehen gemacht. Da ist jemand. Natürlich ist es ein Fiesling. Getroffen. Ich hoffe, es ist komisch. Also genau ist was anderes. Die treffen mich immer voll gut durch die Scheißtreppen. Ich treffe nix. Dieser Kampf wird wahrscheinlich mit dem Tod des Ziels enden.
Naja, ich habe genug Munition. Komm raus, du Schwein. Alle um. Stirb. Also brauche ich es leider nicht verschwinden. Mein Arm! Nicht nur dein Arm, ich erlöse dich von deinem ganzen Leben. Obwohl eigentlich. Mist. Ja, ich habe den coolen Spruch verkackt. Ich hätte sagen müssen, ich erlöse dich von deinem Leid. Das wäre cool gewesen. Naja, was soll's. Das ist wie in so einer Diskussion, die coolen Sachen fallen einem immer danach ein. Oh, 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 was haben wir hier? Robust erlittene Nahkampfschaden, Analysator, 10% Schaden an bereits gescannten Zielen, verspiegelt von 4% Angriffe, reflektieren. Cool. Aber irgendwie... glaube ich, dass meine Waffen besser sind. Weil meine Helme. Zumindest was die Verteidigung angeht, ist meine doch höher. So, der hat hier oben noch eine Base gehabt. Kann ich da rein? Ziemlich verschüttet aus. Oh, Munitionskoffer. Jawohl, Ultramag. Stark. Indizid Wave. Das ist wieder alles sehr schwere Krempel. Kann ich hier rein? Kein Eingang. Na gut, gehen wir weiter. Oh, das Raumschiff. Oh, die haben ein Raumschiff da gelassen. Das gehört natürlich uns. Das sieht cool aus. Kann ich das nicht auch scannen? Fleet Ghost. Erstmal die Shotgun nachladen. Vielleicht auch ein Medipack reinhauen. Die haben mir ja extra eins da gelassen, damit ich sie alle umbringen kann. Na dann. Zeig mal her, was ihr noch so Gutes habt, Freunde. Es doch mal erleichtern, die Brüder. Ich erst mal eine Granate werfen. Wertvolles Zug. Nur suchen.
Kritischer Schaden. Ein Haufen Geld haben sie gehabt. Gracias. Die Firma dankt. Und so kommen wir zu unserem dritten Schiff. Ich glaube, ich muss einmal kurz auf dem Pilotensitz gesessen haben, um es zu ownen. Ist das jetzt schon meins? Kann aber auch sein, dass ich es erst wegfliegen muss. Nee, ist noch nicht mein Schiff. Aber ich hätte es gerne. Ich glaube, wenn ich losfliege, gehört es schon mir. Ich muss nur gucken, dass ich auch genau hier wieder lande. Dann. Denn hier gibt es noch einiges zu entdecken. Kann ich auch vielleicht einfach registrieren und verscherbeln. Wenn ich jetzt aufstehe, ist es jetzt schon meins. Wenn du Zick machst, mach ich Zack. Ich bin deine Begleitung, dein Schatten. Ach ja. Gut. Hat man dir schon mal gesagt, dass niemand mehr entdeckt hat als du? Wenn nicht, sollte man das nachholen. Tatsächlich hat mir das noch keiner gesagt. Danke, Bro. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Kann ich jetzt von hier einfach... Schlecht. Sporadischer O2-Schaden und Objektlokalisierung. Ich wollte nicht hier auf dem Landeplatz landen eigentlich. Was ist denn, wenn ich hier so ein bisschen weiter drüben lande? Perfekte Landung! Dafür eine glatte 10. Wenn Sie keinen schmerzhaften Tod sterben möchten, benötigen Sie in dieser Region einen Raumanzug. Toll, hier sind schon wieder komplett andere Sachen. Wie habe ich denn das gemacht, dass ich da... Ja, doof. Ich habe hier schon wieder was komplett anderes. Scheiße. Was ist denn da hinten? Wie habe ich denn das gemacht, dass ich da an so einem speziellen Punkt gelandet bin?
Ich habe das doch auf dem Mars gemacht. Da bin ich mit dem Schiff genau dahin geflogen und bin da neben dem Ding gelandet. Scheißdreck. Höhle teilweise erkundet, nur toll. Verlassene Relaisstation. Steht das Schiff jetzt auch hier? Schiff ist natürlich weg, Herz. Schmutz. Hab ich meinen Homie wenigstens dabei? Robo-Stinker ist auch nicht dabei, ja toll. Ach, das mit dem Schnellreisen, das nervt mich ein bisschen. Mein Schiff. Aufstehen. Na, ich hol den ganzen Scheiß hier raus. Das hat nur ein 200er. Blöd. Da muss ich jetzt zurückgehen, muss mein Schiff wechseln, weil 200 ist viel zu wenig. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich dieselbe Luft wie du atmen darf. Weil das andere hat 450 und da habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Aber hier können wir mal nach dem Schiff gucken. Reaktor 15, Sprung des 20. Light Years. Das hat halt voll die krassen Laser. Das kostet das Registrieren. 4400, ja, ich glaube, das verscherbe ich dann einfach. Ja, ich muss es verscherbeln. Weg damit. Zum System, zur Galaxie. Alpha Centauri. Jameson da. Ja, die Frontier hat jetzt eine fette Knarre, damit kann ich abgehen. Oh,
trotzdem so ein Schiff mit 2000 Tragkapazität oder so. Kann ich dir bei ihm kann ich auch mein Heimatschiff, glaube ich, wechseln. Alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Die können nämlich ein gewaltiges Chaos ver... Klar, nur zu. Heimatschiff. So. Du findest sicher was. Gucken, wie viele er mir gibt für das komische Ding. 5000, naja, mache ich 800 plus, wenn ich es registrieren lasse. Immerhin. Ist kein gutes Schiff. Das hier ist ein Schmugglerschiff, das hat Abschirmkapazität. Das hier hat zwar kleinere Sprungdistanz, die Wendigo, aber einen viel größeren Reaktor. Das heißt, die kann viel krasseren Shit einbauen. Wendigo ist schon was Anständiges. Kann ich die Frachtkapazität eigentlich erhöhen? Klar, nur zu. Schiffsbilder. Hinzufügen. Ah. Ich kann einfach einen fetteren Reaktor reinbauen. Ah, die Vanguard. Boah, der ist ja klein, Bollwerk. Boah, Schild plus 1400. Stormax einbauen. Das Cockpit bringt auch Fracht. Das ist eigentlich ein cooles Cockpit. Das gibt 200 Fracht. Macht auch die Mobilität nur um 2 Runde. Nee, das hat 240.
vielleicht sogar weniger Fracht dann. Ich will noch mal kurz gucken. Hä, kann ich einfach zwei Cockpits anbauen? Ernsthaft? Rückgängig. Aber wie soll das gehen? Was habe ich denn für einen Frachtraum? Okay. Ich muss mir das mal hier ganz genau angucken, weil ihr seht, ich bin auch extrem unbeholfen, was das angeht. Deshalb mache ich immer fertig. Das ist interessant. Ich habe jetzt gedacht, ich tausche das Cockpit aus, aber das war schon Fehler Nummer 1. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.